Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pixelgun 3D hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Ja, für alle, die im letzten Stream dabei waren, wissen, dass ich mir den Battle Pass geholt habe und dadurch eine neue Waffe freigeschaltet habe, und zwar die Waffe Ultimatum. Und genau die werden wir heute testen. Und ja, für alle, die im letzten Stream nicht dabei waren, ja Leute, wieso wart ihr eigentlich nicht dabei? Habt ihr die Glocke aktiviert? Kontrolliert mal, ob ihr die Glocke noch aktiviert habt, denn ich habe im Stream letztens gehört, dass bei manchen die Glocke einfach automatisch deaktiviert wurde, und das ist nicht cool. Und der zweite Grund kann sein, dass ihr beim letzten Stream nicht dabei wart, dass ihr einfach noch nicht Abonnent dieses Kanals seid. Also Leute, falls euch das gefällt, was ihr hier gerade seht, würde ich mich sehr, sehr, sehr über ein Abo von euch freuen. Aber egal Leute, wir haben jetzt schon zwei Glückstruhen geöffnet, oder waren es drei? Keine Ahnung, das mache ich immer so nebenbei, neben meiner Begrüßung, und ja, da zähle ich oft nicht mit. Aber na gut, heute soll es um die Waffe Ultimatum geben. Gibt es ja ab der zweiten Saison hier bei Pixelgun beim Cyber-Event, bei der Cyber-Saison, so nenne ich sie mal. Aber was ist die Ultimatum für eine Waffe genau? Ultimatum ist eine Primärwaffe, eine mythische Primärwaffe, ja, Pixelgun 3D wirft jetzt ja mit den mythischen Waffen direkt um sich, denn ja, vor den ganzen Battle Pass Geschichten hat es ja nicht so viele mythische Waffen gegeben, und die, was es gegeben hat, an die war es sehr, 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 sehr schwierig ranzukommen, und die bekommt man automatisch, wenn man den Battle Pass kauft, der sehr teuer ist, kostet 21 Euro, deswegen ja, habe ich auch lange überlegt, ob ich mir den kaufe, aber nicht. Aber gut, ich habe ihn, um euch zu zeigen, was das Teil so drauf hat. So, Effizienz 32, richtig gut, also ist auch die höchste Effizienz, die es bei Waffen so gibt. Feuerrate 37, Kapazität 1, da merkt ihr schon, da ist was im Gebüsch, und Gewicht 70, ist eine Schrotflinte und hat auch Mauerdurchbruch. Aber Leute, diese Waffe ist wirklich, wirklich, wirklich brutal. Sie ist richtig, richtig gut, und das zeige ich euch gleich mal. Ich gehe damit ins Weiße Haus, denn da sie eben eine Schrotflinte ist, kann man nicht so weit wegschießen. Man muss schauen, dass man nahe an den Gegner kommt, und deswegen, ja, ist es schon ziemlich, ziemlich schwierig hier. So, wartet, ich mache mein Mikro hier besser auf, dass ihr mich besser hören könnt. Und ja, wenn man dann richtig nah dran ist am Gegner, macht die Waffe einfach One-Hit, und das ist richtig krass. Dafür braucht sie dann wirklich lange zum Nachladen. So, den habe ich nicht ordentlich getroffen, und ihr habt schon gesehen, ich habe kein zweites Mal schießen können, denn die Waffe hat einfach extremst lange nachgeladen. Da hätte ich, ja, die Waffe wechseln müssen, um das hier besser zu machen. So, da laggt ein Rabe herum. So, den haben wir gleich mal, und ihr seht schon, jetzt ladet die Waffe nach, und erst jetzt können wir nochmal schießen. Yes, und da haben wir gleich mal den nächsten Kill, Doppelkill. So, 6 Kill hat unser Team schon, und deswegen, ja, der Gegner ist ja meistens weg, wenn man ihn hier getroffen hat durch den Kill, und somit hat man dann auch Zeit zum Nachladen. Deswegen nie vorzeitig schießen, immer schauen, dass man an den Gegner rankommt, und ihr habt mich auch, der Gegner, mit einem Ultimatum gekillt. Habt ihr schon die Waffe, Leute? Falls ja, schreibt mir das mal in die Kommentare, wie ihr sie so findet. Und für die, die sie nicht haben, ja, passt einfach auf und sagt mir dann, wie ihr die Waffe so findet. Ihr seht schon, sie ist einfach sehr, sehr, sehr OP, muss ich sagen. Einfach jeder Kill ist hier ein, ja, jeder Schuss ist hier ein Kill, damit ich das auch richtig ausdrücke. Und das ist schon extremst OP, muss ich sagen. Dafür ladet die Waffe schnell, langsam nach, aber man kann ja dann noch seine Waffe wechseln und dann zum Beispiel hier mit der Laser-Minigun weiterschießen, die ich ja im letzten Stream auch für mich entdeckt habe. Ich habe jetzt lange nicht mehr mit der Laser-Minigun gespielt, aber ich finde sie einfach mega, mega, mega genial. So, oh, ich habe eine Kill-Unterschütze. Und ach ja, sie hat ja auch Mauerdurchbruch, Ultimatum. Yes, Mecha-Kill und, glaube ich, auch einen normalen Kill. So, schön nah ran an die Gegner, und da habe ich ihn nur gestreift. Man muss natürlich auch die volle Salve auf den Gegner abkriegen, deswegen, ja, sollte man schauen, dass man hier ein gutes Aim hat. Und jetzt, ich sag gutes Aim, und währenddessen schieße ich so daneben. Schieße ich einfach so derbe daneben. Aber gut, wir haben ja vorhin schon was abgeschlossen, und jetzt ist mein Team eigentlich fast schon hinten. Oh, den wollte ich jetzt gerade killen. Dafür nehme ich den hier. Ah, so, nicht den Drachen einsetzen. Nicht, also jetzt habe ich doch den Drachen eingesetzt. Ich mache mich mal zum Mech, denn hier will mich irgendjemand killen. Ah, da ist einer. Da kann ich mir einen Rache-Kill holen. Ah, der ist unsichtbar, aber unsichtbar sollte kein Problem hier sein für mich. Ah, jetzt habe ich die verschossen. Ich habe schon wieder verschossen. Ihr seht schon, das dauert sehr, sehr lange, bis der wieder nachgeladen wird. Ei, und da war ich zu weit weg. Somit hat sie keinen One-Hit hier gemacht. Und ja, es ist schon, ich finde sie schon OP. Man muss sie nur richtig spielen, so. Das finde ich gar nicht cool. Ich hasse schwarze Löcher, nämlich werde da direkt an die Decke gesaugt. Aber vielleicht schaffe ich es ja noch hier,
der Beste im Team zu sein. So, es ist so genial, Leute. Es ist einfach so genial. Da steht auch einer. Yes, Kopfschuss. Das gefällt mir. Ich schätze mal, die Waffe wird irgendwann in der nächsten Zeit wieder schwächer gemacht, denn das ist einfach zu OP. Und ja, Leute, falls dir dieses Video gefällt, nicht vergessen, den Daumen nach oben zu geben. Wäre auf alle Fälle eine coole Sache. Und wie schon vorher erwähnt, Glocke aktivieren, damit ihr im nächsten Stream hundertprozentig dabei seid. Dann ja, es wäre natürlich cool, wenn im Stream immer die komplette Danny's Crew dabei ist. Das wäre halt schon nice. So, yes, Kill-Unterstützung. Schwarzes Loch. Ich hasse die Dinge. Ich hasse sie wirklich so. Und dann killt mich hier jemand mit dem Zerstörer. Boah, diese blöden schwarzen Löcher. Wow. So, Mecha-Kill haben wir hier. Den noch. Ah. Da haben wir auch wieder alles verschossen. Aber wir haben hier trotzdem noch den Kill geschafft. So, 3 Sekunden noch. Ich glaube, das ist ein easy win für uns. Ja, ist es. Wir bekommen auch 46 Pokale. Gewinne 10 Wettkämpfe haben wir auch schon fast abgeschlossen. Und wir sind Erster in unserem Team, obwohl wir um 6 Kill weniger haben als der Zweite hier. Ja, der hat wohl nicht so viele fancy Kills gemacht wie ich, würde ich mal sagen. So, und jetzt können wir auch gleich mal ein paar Truhen öffnen. 30 Erfahrungspunkte bekomme ich hier. 3 Schlüssel, 6 Münzen, 3 Medaillen, 3 Kredite und eine Truhe ist im Clan verfügbar. Eine Truhe ist im Clan verfügbar und wie es aussieht, bin ich auch schon bald Level Up, Leute. Ich brauche da wirklich nicht mehr viel, um hier ein Level zu erreichen. Wir beenden das mal und jetzt schauen wir gleich mal hier rein in die Saison. Denn hier können wir abschließen, besiege 40 Gegner mit einer Waffe der Kategorie Primär. Ist ja mit dem Ultimatum sehr, sehr easy abzuschließen. So, 35 Kronen und somit steigen wir auch gleich ein Kampfpass-Level auf. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wir holen uns hier gleich eine Belohnung ab. Oh, VIP für einen Tag können wir uns natürlich auch abholen. Das machen wir gleich mal, denn meine ist ja schon abgelaufen und ich habe noch einen VIP für den Tag. Also Leute, wenn ihr nicht spielt, holt euch nicht die VIP-Belohnungen hier ab. Und hier haben wir auch eine neue Waffe, wie es aussieht, oder? Cyber-Revolver, oder waren das nur Teile? Nee, sieht fast danach aus, als wäre das eine Waffe, sonst wären ja neben die Teile. Wo ist die? Cyber Revolver. Da ist er. Ich würde sagen, den legen wir gleich mal an. Nein, legen wir nicht. Ich will euch ja heute zeigen, was die Waffe Ultimatum so drauf hat. Ja, Mauerdurchbruch ist auch ziemlich OP. Das hat seine Vorteile, wenn man zum Beispiel hier... Ich spiele jetzt mal ein Deathmatch. Bei der Poolparty, da hat es schon Vorteil, denn da sind immer sehr, sehr viele Gegner auf einem Flag-Mauerdurchbruch und dann haut man da auch noch rein, weil es eben eine kleine Waffe ist, wo man schön im Nahkampf spielen muss. Da sind die Gegner meistens auch nah dran, wenn man hier zum Beispiel um die Kurve geht und ein Gegner ist hier irgendwo. So, mit der Laser-Minigun kann man hier sich easy eigentlich Dings holen. Kill-Unterstützungen, weil man hier immer... Schön, oh, das war jetzt blöd von mir, das war jetzt sehr blöd von mir, dass ich hier den Drachen oben drüber geschossen habe. Aber selber schuld, wenn ich dabei springe, selber schuld. So, ihr seht schon die ganzen Kill-Unterstützungen, wie ich vorhin gesagt habe, durch die Laser-Minigun. Aber ich will hier normale Kills haben. Boah, wo sind denn die Gegner? Sie bewegen sich halt schnell, da ist es wirklich schwierig, aber wieder eine Kill-Unterstützung, easy. Alles easy hier. Liebe Gegner, wo seid ihr? Ja, da oben will ich nicht drauf. Da! Ah! Wäre cool, wenn auch die Laser-Minigun noch von den Wänden abprallen würde. So, da haben wir wenigstens einen Kill, aber wir sind noch Letzter. Wir sind noch Siebter und das gefällt mir gar nicht. So, das ist ein Gratis-Kill, sieht fast danach aus. Was, war nur eine Kill-Unterstützung? Ey, gar nicht cool. Gar nicht cool. Yes, haust die Knockout, Jäger. So, noch einer, Doppelkill, so, Platz 6, Platz 6, so, jetzt fahren wir im Programm, Leute, jetzt geht's ab, haust den Knockout, wo ist der Typ hin, da ist er, yes, dann hat, glaube ich, mein Einhorn gekillt, mein Einhorn ist ja wirklich OP, seit es auf Level 6 ist, bam, eigentlich könnte ich hier auch mit dem Mauerdurchbruch spielen, ich hätte nicht um die Ecke gehen müssen, ja, man muss die Waffen halt wirklich gewohnt werden, dass man jetzt weiß, oh, ich schieße jetzt ganz easy, yes! Oder so kann man das auch regeln. So, hier rüber. Ah. Boah, diese Raketenjumps. Und der Typ ist schon ein Pro, muss ich sagen.
Man sieht das immer so schön, wenn sie so schnell ihre Waffen wechseln, dass sie da richtig gut drauf sind. Ja, das war nicht so mein Bestes, aber ich bin trotzdem auf Platz 4, Leute. Ich bin trotzdem auf Platz 4. Der erste hat einfach 36 Kills. Krank. Kranke Sache. Aber na gut, wir bekommen trotzdem 40 Erfahrungspunkte, was nicht so wenig ist. Ja, das kann man schon mal so lassen, finde ich. Das kann man auf alle Fälle mal so lassen. Ja, Leute, das war's schon mit dem Test vom Ultimatum. Wenn ihr mehr sehen wollt, wie gesagt, im nächsten Video spiele ich auch damit. Ich habe auch im letzten Stream damit gespielt. Deswegen unbedingt die Glocke aktivieren und ein Abo da lassen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und einen Daumen nach oben würde ich mich auch sehr darüber freuen. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's auf alle Fälle gut. Und ja, haut rein und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie ihr diese Waffe so findet. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Ciao!